Servus, es ist Sonntag, Zeit für den Show zum Sonntag. Folge 139 schon. Wir nähern uns mit großen Schritten in 150. Hätte ich gesagt, nicht erwartet, dass ich die Sendung angefangen habe. Blue Stinger. Dieses merkwürdige Dreamcast-Spiel mit den merkwürdigen Monstern und der viel zu gut gelaunten Musik. Hallo an den Chat, hallo Hellabs20, hallups, Tom Dalton, Servus. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wechsle kurz ins Spiel rein. Wir haben uns ein Geschäft näher angeschaut, sind dort auf einer Stempeljagd. Wir müssen vier Stempel suchen. Einen haben wir schon. Einen zweiten wissen wir ungefähr, wo der ist. Und wir brauchen diese Stempel, um in den ersten Stock zu kommen, weil dort, keine Ahnung, irgendwas ist. Wir haben jemanden, der braucht Medizin. Den habe ich bis jetzt noch nicht besucht im zweiten Durchlauf, weil wir im ersten ja versehentlich gestorben sind. Weil sobald ich ihn besuche, geht ein Countdown von 42 Minuten los und ich habe keine Lust, den jetzt schon abzueilen. Das heißt, wir schauen erstmal, was wir so viel wie möglich machen können, ohne in den Waffenladen zu kommen. Der Schlüssel liegt auch noch bei der Person. Gehen wir einfach mal ins Spiel rein. Steckplatz 1. Das dürfte unser letzter Spielstand gewesen sein. Oh ja, die Musik geht schon wieder los. Ich habe es noch gar nicht geschaut, aber ja, sollte alles laufen. Ihr solltet alles hören, nehme ich an. Wir haben hier unseren kleinen Schutzgeist oder Glücksgeist, Glücksfee, Glücksgott, der uns seit Anfang an begleitet und uns aus irgendeinem Grund ständig durch die Gegend schwirrt, ohne wirklich zu helfen. Sind ausgerüstet mit einer Pistole. Und wenn ich mich recht erinnere, sind wir eigentlich zwei Leute. Nur der zweite macht gerade irgendwie nicht viel. Ah, hier war ich schon. Hier wollte ich rumschauen. Hier haben wir noch einen Eingang, den wir bisher nicht reingekommen sind. Ah, die Schlüsselkarte fehlt noch, genau. Da ist der Eingang zum ersten Stock. Brauchen wir aber erstmal alle vier Stempel. Hier haben wir den ersten Stempel bekommen und hier ist eine Maschine, an der wir Medikamente ziehen können. Übrigens ist ein gutes Stichwort. Nee, das falsche. Ah, da. Inventar. Nahrung. Laufen lassen. Sagen wir jetzt mal dafür, dass wir wieder rundlaufen. Hi, Jungwolle. So. Da müssen wir mittlerweile rein können. Das war versperrt. Das haben die Shots haben wir schon aufgekriegt. Das heißt, wir können jetzt hier in einige Läden rein. Ich liebe es. Ich habe nur einen Analogstick und kann mich nicht umschauen. Ich muss darauf hoffen, dass die Kamera sich rechtzeitig einpendelt. Mega Drive, Saturn, nehme ich an. Also wenn die das alles auf Lager haben, ich vermute mal, so viel Umsatz werden die da nicht machen mit den ganzen alten Klumpen.
Bist du? Was war das? Super. Ah, doch, da. Sie. Ja, ja, I'm Pimpantina. Thanks for getting me. Ja, die Musik ist herrlich. Shot. Allein die Musik berechtigt schon die Teilnahme an dieser Sendung. Noch zwei Stempel. Da ist der Durchgang für die Mitarbeiter. Hier war auch noch. Da brauche ich eine Karte und hier war aber noch ein Shot zu. Da dürfte ich jetzt reinkommen. Geld liegen, damit ich später an den ganzen Maschinen was kaufen kann. Komm her. Auf die Kameraführung. Irgendwo muss doch hier einer sein. Irgendein Stempelautomat. Ah, da liegt was. Ja. Blue Bully. Ja. Ich will diese nicht kaufen. Man merkt übrigens, dass die deutsche Version ist. Das ganze Blut ist grün und eigentlich schade. Was ist hier? AV Corner. Ich glaube, hier bin ich das letzte Mal gestorben. Oh, oh! You got Total Ten back! Merry Christmas and Happy New Year! Gar nichts. Gut. Können wir hier wieder gehen. Ich muss aufpassen, weil die Gegner, oder die, einige Gegner respawnen wieder. Zumindest diese humanoiden Gegner kommen alle wieder. Die auch prima zum Geld einsammeln ist. Ich hier schon mal Musik. Ach, Mann. Leihausweis. Ich muss jetzt in diese eine verschlossene Tür reinkommen. Hi DJ Steven, servus.
glaube, wenn wir mit dem Spiel durch sind, wird Ren eine wahre Wohltat. Ja, das ist so ein Supermarkt. Deswegen sammeln wir auch so viel Geld ein. So. Hier komme ich noch nicht rein. Ja, das weiß ich, dass die Tür abgeschlossen ist. Okay, die Schlüsselkarte habe ich nicht. Die liegt auch, glaube ich, hoppla, was ist das? Der ist neu. Ah, nee, ist sie nicht. Witzig, wie die Musik in die langsamer wurde, als das Geld geflogen ist. Hier war aber, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, die ganze klassische Weihnachtsmusik hat überall Copyright drauf. Hätten sie gar nicht spielen können. So, hier war natürlich, bis er nicht öffnen konnte, Rental Video. Da müsste der Leihausweis rein. Wenn ich sie hier richtig positionieren kann. Jetzt so. Cutscene. What are you doing? Did you go to Rad's place? I'm looking for Taco Pan. Gut, dass man das übersetzt hat. I guess she doesn't understand jokes. I love these kind of chicks. Zum Glück habe ich hier eine Stempelmaschine, genau. Congratulations! I'm Taco Pan Thief! Thanks for getting me! So. Kann ich jetzt nämlich... Ja, genau, der Typ. Ich sage ja, wir sind eigentlich zu zweit. Aber die ganze Arbeit darf ich machen. So, aber jetzt kann ich zu diesem einen Verletzten gehen. Jetzt soll die in den ersten Stock kommen. Ich vermute mal, dass die Medikamente dort zu finden sind. So, da ist der Staff Room. Da liegt was. Ja. Ein Arbeitsplan. Nee, ich habe aber schon mal überlegt, ob ich mir nicht mal eine anfertige. Ich müsste nur mal kurz das ganze Archiv durchgehen, was ich alles schon gespielt habe. Und ob ich es durchgespielt habe oder abgebrochen habe. Hey, what's wrong? I get this fit once in a while. Hey, Devlin. Where's the key to the freezer warehouse? Can't you see? He's sick. Vice Manager Roland got a key. Where's your medicine? Doxin. Doxin?
Is that the name of your pills? At the pharmacy stand. So, 42 Minuten. Yeah. Bei der Apotheke gibt es die Medikamente nicht mehr, die sind ausverkauft. Und auch sonst habe ich sie noch nirgends gefunden. Also vermute ich, dass sie im ersten Stock sind. Und da können wir jetzt gleich als nächstes hingehen. Ja, ich müsste mal die Liste anfertigen. Ich würde sie dann in Discord reinstellen, wenn ich sie fertig habe. Schon allein, weil es mich selber interessiert, was ich alles schon gespielt habe. Das war der Schlüssel für den Waffenladen. Ach, da ist noch eine oben. Ich kann nicht sehen. 3, 4, 5. Emergency. Was haben wir hier? Ein Säuretank. Achso, das ist Munition. Plasma-Munition. Laserbatterie. Die entsprechenden Waffen kriegt er wahrscheinlich hier. Das ist der Discord von Retro-Kompott. Moment, ich muss mal kurz schauen, ob das geht, aber ich bin nicht sicher. Nee, natürlich nicht. Irgendwo haben wir die aufgeschrieben. Ich suche den, kann ich später mal raussuchen. Oder Jungwolle kann ihn vielleicht raussuchen, wenn er Zeit hat. Die Waffen sind eher zu teuer. Da ist. Ja, da kriege ich irgendwie Collectibles. Ein Nothammer. Eine 8, ach, die 8000-Euro-Keule, ja. Und 8000-Dollar-Keule. Und das T-Shirt, wobei ich noch nicht ganz weiß, was mit den T-Shirts auf sich hat. Ich habe schon mal irgendwo eins eingesammelt. Was ist das hier? Ach ne, das war der falsche Auto. Ah, fuck, jetzt müssen wir erstmal kämpfen. Ah. Stimmt, Jungwolle hätte es, aber darf nichts. Einen Moment. Irgendwo ist er versteckt. Ich suche nur ganz kurz mal nach einem Link.
habe ich ihn gefunden. So. Da ist der Kanal. So. Und da gibt es einen Unterchannel Short zum Sonntag. Und da werde ich ihn reinposten. So. Ein bisschen Magazine getroffen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gleich zu einem etwas größeren Kampf kommt. Ah, ist schon wieder da. Verdammt. Nee, das war der falsche. Da ist der Markt. Also. Kaufen können. So. Voll. Ja. Oh, nee, der ist etwas größer. Der hält auch ein bisschen mehr aus. Ist schön, dass er nicht nachladen kann beim Laufen. Ah. Oh. Hat sich gelohnt. Der ist platt. Und keiner hat es gesehen. Die Kamera ist scheiße. Hi, Patoke Monkey. Servus. Jetzt alles eingesammelt. Gut. Bargain Floor. Na dann. Schauen wir uns mal die billigen Preise an. Ich hätte wenigstens die Musik ändern können. Doxin. Wunderbar, können wir das ja gleich dem anderen bringen. Also hier.
Gleiche nochmal. Okay, da kann ich noch nichts machen. Ist hier sonst noch irgendwas von Belang? Das auch nochmal. Hier auch nochmal ein paar Maschinen. Ja, wieder ein T-Shirt. Das gleiche nochmal. Ein Hotdog für $120. Ein Hamburger für 160. Das passiert, wenn die Inflation kickt. Eine Eisenfaust für 4000. Ein Strahlenschwert für 7000. Ein Ringerschwert. Ich bin sicher, wenn du das Spiel so grindest, dass du die ganzen Scheiße da kaufst. You saved my life. You guys are rescuers? How many are saved? Is Devlin alive? Chill, one question at a time. Okay. First of all, we are not rescuers. I mean, I am. I'm as lost as you are, and I have no idea how many survived. Do you have the card key to the freezer warehouse? Who are you? He's Dogsbauer, captain of the SS Diana. We're... No time for explanation. If you want to live, give me the card key. It's in a safe on my desk. This is a key to the safe. Wait here. I'll be back right away. Okay. Ich hab so das Gefühl, dass ich ständig nur am Rumlaufen bin. Von A nach B. Und jetzt gehe ich erstmal runter und bringe dem anderen seine Medikamente. Zum Glück spawnt der Typ nicht wieder. Here, I got your dachshund. Thanks, you saved my life. Here, use this. Lagerschlüssel Nummer 1. Okay. Ich hab einen Lagerschlüssel. Stimmt, in das Lager bin ich noch nicht reingekommen. Dann wollen wir mal schauen, was da drin ist. Ich meine, ich habe ja Zeit. Deswegen kann ich so die ganzen Gegner hier noch ein bisschen abziehen. Stimmt, da war auch noch mal ein Raum. Da konnte ich irgendwas noch nicht machen. Na komm her. Auf die Kohle.
irgendwas versteckt. Ja. Yeah. Brandmunition. Yeah. Ich weiß, wo man die brauchen kann. Yeah. Yeah. Schrotgewehr. Yeah. Mit den passenden Patronen. Na, hat sich ja gelohnt, dass man dem Typen geholfen haben. So, jetzt schauen wir nochmal dieses lasergeschlossene Ding da hinten. Können wir die aufmachen, oder? Das heißt, ich muss jetzt erst einmal Kohle scheffeln, dass ich da reinkomme. Ist ja herrlich. Wie viel fehlt mir noch? Jetzt ein Arsch voll Schlüssel. Achso. Da ist ein Schlüssel. Wo zeigt er mir denn an, wie viel Kohle ich habe? Ach, ich kann hier die Typen austauschen. 1010. Na gut, aber ich würde ja nicht 3000 brauchen, um da jetzt durchzulaufen, oder? Das wäre ja dann Grinding. Das wäre ja scheiße, dass es nicht mehr weitergeht. Sein. Nee, da ist tatsächlich nirgends mehr in der Tür. Ich schaue auf die Karte, wo wir noch nicht waren. In der Stadt. Markt. Erster Obergeschoss, ja. Tatsache, ist nicht mehr. Markt Erdgeschoss. Da war ich schon überall drinnen. Lagerplatz. Da sind aber auch irgendwie keine Türen. Für die beiden Räume, die hier noch markiert sind. Kühler. Ja, da komme ich noch gar nicht rein. Da war ich ja noch nicht drin. Aber ich glaube, draußen war. Draußen war noch was. Versperrtes. Vielleicht komme ich dann da rein. Thank you.
Wir sollten auf jeden Fall. Das ist hier der Ausgang, oder? Ja. Ich denke, das braucht einen Moment. Einmal weiter ausholen, dass die Kamera richtig steht. Innen abgeschlossen. Dann war es das nicht. Das ist jetzt die Bucht Laborstadt. Da komme ich noch nicht durch. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Hier war ich noch nicht. Stimmt, weil ich vorhin keine Munition, weil ich letztes Mal keine Munition mehr hatte. Das hat mich viel gebracht, hier vorbeizugehen. Der Kühlraum war auf der anderen Seite. Schön umherirren. Ich kann hier wenigstens ein bisschen grinden und Kohle einsammeln. Scheiße. Steht er noch auf? Nee. Ich weiß nicht, was ich hier
Okay, komm ich noch nicht rein. Hier kann ich auch nichts machen. Na gut, ich kann wieder zurückgehen. Dann muss dieser letzte Raum noch irgendwo im Gebäude sein. Der hat sich bei seinen Roundhouse-Kicks die Wade gezerrt. Deswegen läuft er zu komisch. So. Ist hier irgendein Raum, den ich übersehen habe? Im Erdgeschoss. Ich bin jetzt hier. Dürfte eigentlich hier schon überall gewesen sein. Na, wozu Physio? Dafür gibt's doch Drogen. Dass der Kerl an Energy Drinks läuft. Ja, dass es hier hinten sein wird. Stuff only. So. Servus. So. Ah, war doch nicht in dem einen. Hier im Storage Room 2 war doch noch eine Tür gewesen, die ich nicht öffnen konnte. Das hinten waren die Schalter. Schaltkästen. Also normalerweise würde ich sagen, hier hinter dem der Kiste ist irgendwas versteckt. Hm.
Muss noch irgendwo eine Tür sein, das kann sein. Die neue Waffe. Ja. Sonst war auch nichts mehr versteckt. Ich versuche die ganze Zeit mit dem Daumen auf den zweiten Stick zu kommen, um die Kamera einzustellen. Aber die gibt's ja leider nicht. DJ Steven holt sich noch eine schnelle Milch. Tschüssi. Oder andersrum. Na komm. Der einzige Raum ist wirklich der oben, wo ich die 3000 Münzen brauche. Das ist aber gemein, wenn sie das da oben versteckt hätten. Ja, nichts ins Inventar. Die Karte nochmal. Außer vielleicht in dem einen Mitarbeiterraum, dass da was versteckt ist. Ich sehe hier. Von dem, was gefordert ist. There should be some weapons left in the first warehouse. Ja, nicht mehr. Die habe ich schon. Hi Oliver, willkommen zurück, DJ Steven. Hm.
Erstmal den Waffenladen. Schauen wir da nochmal rein. Da haben wir wirklich irgendwas übersehen hier. Das ist Emergency, aber hier ist keine. Ja, da sind nur die beiden Maschinen. Der Humor passt auch ganz gut rein in diese 90er Jahre Nachmittags-Cartoons. Ja, falls ich überhaupt in die Tür rein muss, aber das ist der einzige Raum, den ich noch nicht besucht habe. Also vermute ich, dass ich da hin muss. Achso. Also jetzt zu den CD-Regalen. Ja, wo kommt der noch her? So. Keine Türen mehr. Hey, der Kollege ist wieder. Matt TV hatten wir schon mal im Videostammtisch gespielt. Allerdings wäre das jetzt auch kein Spiel für einen Schrott zum Sonntag. Bis auf die etwas mäßige Steuerung, das ist eigentlich ein ganz gutes Spiel. Spielzeugladen. Können wir nochmal reinschauen. Ist mir schon klar, dass du die Autofilme auch noch auswendig kannst, Jungwolle. Ich glaube, die Hintergrundmusik war auch der Grund, warum Peter das Spiel abgebrochen hat.
Hat es einfach nicht verkraftet. Es wird sich die Musik in die Knie gehen, sobald Münzen in den Griff springen. Hier ist aber auch nichts versteckt, oder? Nee. Karte habe ich schon. Dann speichere ich mal. Sagt er 2230. Dann brauchen wir noch mehr Münzen. Das war ich hier wieder zusammenkloppen. Gehen wir noch mal ein bisschen grinden. Ja, hier. Das kann gut sein. Oder Resident Evil 5. War das der 5. Teil? Mit dem Steine kloppen, Steine prügeln? Oder war das der 6. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Zusammen.
Also lohnt sich nichts hier. Noch 370. Pfeifen wir gleich einen großen rein. So. Fehlt noch. Dann drehen wir noch eine Runde. Gute Nacht, DJ Steven. Außer der einen, an die ich nicht rankomme. Ne. Gut. Hast du es kürzlich mal wieder gespielt? Alicia Perle. Also nach 20 Jahren kann sich doch ein bisschen was zum Negativen entwickeln. Komme ich zumindest in diesen einen Raum rein? Ich hoffe nur, dass dieses ganze Grinden jetzt nicht umsonst war.
So. Na toll. Dann kann ich hier noch mehr kaufen. Sehr schön. Lasergewehr, Raketenwerfer, Brenner. Wo hat der Kerl sein Büro? Das kann doch nicht so versteckt sein. Das Strahlengewehr ist ausverkauft für 800.000. Schade eigentlich. Ich glaube es auch bald. Ich glaube, ich nehme den auch mal zur Brust. Strahlenbatterie. Gatling-Munition. Magnetmunition habe ich alles noch. Okay, Kollege. I want to go back home. Ich will wissen, wo dein Büro ist, Kollege. Das gibt's doch nicht. Karte. Erster OG. Ich war jetzt in allen Räumen drin. Ja, da versuche ich reinzukommen. Fehlt mir aber die Zugangskarte. Der Lagerplatz ist komplett durch. Die beiden Räume. Haifisch, Brötchen mit Zwiebeln. Hier. Das ist nur noch diese Ausgangstür. So viel habe ich schon mitbekommen. Es muss irgendwo hier drin sein. Aber. Wieder stelle ich mir das hier gerade an wie als Depp, oder? Ich weiß auch nicht. Sind schon Regale, oder? Nicht irgendeine versteckte Tür. Ja. Keine Tür, oder? Nee, das ist keine Tür, das ist nochmal das Wandelement. Wirklich einfach nur noch ein Lebensmittelladen sein.
Flugzeug. Hier waren zwei Ausgänge. Vielleicht hat hier ein Versehen, das muss ich. Hey, da liegt noch was. Pfeile. Jovi, servus. Da ist Musik, da war ich schon drin. Das ist der Plattenladen. Und da ist HV. Und da gab es aber auch nur einen Eingang. Ja, kann ich auch probieren. Oh, der hat keine Nahkampfangriffe. Kann sich nur verteidigen. Na super. Kann ich die Pfeile dann wieder einsammeln? Das ist verstörend. Vor allem, wo zieht er das fette Ding überhaupt her? Laut hier die ganze Zeit rum. Ich finde nichts. Ja, aus der warmen, dehnbaren Hosentasche. So wie Oliver sagt. Ja, genau.
War ich überall schon? Das ist der Fahrstuhl. Da ist der Speicherraum. Videoverleih. Video aussuchen. Musik laden. Da ist der Waffenladen. Spielzeug, das ist der Lebensmittelbereich. Ja, da war ich mal. Dass ich das jetzt einfach im Büro nicht finden kann. Schau ich hier nochmal beim Stuff. Stuffroom. There should be some weapons left in the first warehouse. Die haben wir schon. There should be some weapons left in the first warehouse. Warte mal. Safe? Ah! Du Scheiße! Kühlhausschlüssel. Ich hab die ganze Zeit den Scheiß Safe übersehen hier. Einen Moment, Power Lord. Haben wir gleich. Aber erstmal wechsle ich den Charakter wieder, mit dem kann ich nicht kämpfen. Yes. Ich speichere vorher nochmal ab, glaube ich. Schadet nicht. Okay, Paula, geht wieder. Ich hab's euch schon angekündigt. Ihr werdet euch noch freuen, wenn jetzt demnächst bei ihm wieder anfängt. Wenigstens endlich aus dem scheiß Kaufhaus raus hier. Ich bin sicher, im Kühlhaus hört die Musik dann auch schlagartig auf. So,
Jetzt lassen wir die Kohle einsammeln. Nein. Hey, ich friere richtig. So. Jetzt bleib liegen. Wo muss ich hin, um mich aufzuwärmen? Was sagt denn die Karte? Kühllager A. Nach links, da müsste ein kleiner Raum sein. Der natürlich verschlossen ist. Was sagt der hier? Ah, scheint immer noch kalt zu sein. Okay. Raus. Ist ja gut, dass ich gespeichert habe. Jetzt komme ich hier rein. Festgefroren. Okay, also ich komme hier nicht rein. This is unusual. Why is the door frozen? I've got to raise the temperature, or else we'll be frozen meat before we reach Rat's place. Ja. Der schon wieder. Natürlich habe ich keine Schlüsselkarte. Okay. In weiser Voraussicht habe ich diesmal wenigstens gespeichert. Das Kämpfen geht noch. Gibt Schlimmeres. Zeitlimits sind eher ein Problem. Spiel laden. Stück Platz 1. Yes! So. Ja, die langweilige Strecke hatte ich jetzt gerade hinter mir. Deswegen freue ich mich tatsächlich gerade ein bisschen aufs Kühlhaus. Ja, tue ich auch. Dann irgendwann wie bei Resident Evil. Du läufst einfach nur an den Kämpfen vorbei. Jetzt, wo ich nicht grinden muss. Dann sorgen wir mal dafür, dass das Kühlhaus jetzt ein wenig aufwärmt. Oh, verpiss dich. Genau. Mal kurz die Cutscene.
This is unusual. Why is the door frozen? I've got to raise the temperature, or else we'll be frozen meat before we reach Rat's place. So. Kohle. Da kommen wir noch nicht rein. Und hier müssen wir mal schauen. Das sieht doch alles vielversprechend aus. Ja, das ist irgendwer, der läuft. Nicht vorbeischleichen. Ich kann jetzt eh nur raten, dass hier irgendwo hoffentlich der notwendige Schalter ist. Ja, die ist auch zu. Ach ja. Ja, jetzt. Ins Inventar. Eine Runde ist offen. Das war sehr knapp. 4, 5 Schüsse. Jetzt ziehe ich zusammen. Können wir jetzt hier ein kleines aufwärmen? Wohl nicht. Wo bin ich hier jetzt eigentlich? Ah, hier. 1, 2. Gut, ich nehme mal an, dass ich da in diesen ganz kleinen Raum hier hinten rein muss. Ja, da war noch eine Tür, aber ich glaube, die war auch eingefroren. So, kippen wir eine Dose rein. Natürlich könnte man nicht trinken und gehen. Was? Nein. Ach, verpiss dich doch. Nein! Abgeschlossen. Alter, da liegt was. Hintersten Eck. Eine Heizung. Was heißt das? Ah, dass mir jetzt warm wird. Erst noch mal eine Dose. So. Ja, ich habe keine Ahnung, wo sich die Heizung jetzt gerade reingesteckt hat. Hauptsache sie heizt. Die ist noch abgeschlossen. Natürlich ist sie abgeschlossen. Ich habe keine Schlüsselkarte. Schauen wir auf die Karte. Aber ich kann jetzt zumindest mal versuchen, hier mal ein wenig umzusehen. Vielleicht finde ich ja irgendwelche Gegenstände. Eingefroren.
Da hinten glitzert was. Heizraumschlüssel. Gut, jetzt müssen wir nur wissen, welcher der Heizraum ist. Nee, die Heizung hilft mir, dass ich nicht erfriere. Ich habe vorhin noch einen zweiten Balken gehabt, der abgelaufen ist und der halt dafür angezeigt hat, wie kalt mir gerade ist. Der zweite Balken ist jetzt mit der Heizung verschwunden. Und jetzt kann ich mich hier ein bisschen umschauen. Es sorgt zumindest mal dafür, dass ich jetzt nicht erfriere. Jetzt schaue ich mal, wofür dieser Schlüssel da ist. Nicht für diese Tür. Die ist zugefroren. Ich könnte ganz zurückgehen, da wäre noch eine Tür. Oder ich schaue, ob ich diese hier aufkriege, in der Mitte. Ich glaube, das ist jetzt gerade wieder so ein Doom-Level, wo ich nach Karten suchen darf. Ja, ich vermute auch, dass es der große Raum wird. Irgendwas anderes rum, nein. Hat nichts, da liegt nichts. Gut. Es kann gut sein, dass da ein Boss ist. Okay. Das ist auch nicht der Heizungsraum. Also. Den ganzen Weg bis zum Anfang zurück. Nichts hier. Gut.
weiß, dass sie abgeschlossen ist. Yeah. Warteraumschlüssel. Na toll. Jetzt hier irgendwas anstellen. Was ist das? Freezer Temperature Control System. Clio Pump Rotation 6500 RPM. Freezer Mode has been engaged. Would you like to see the instruction? If you would like to change the temperature in the freezer, adjust the Clio Pump Rotation Rate in the Freezer Control Center. Defrost Mode. 0 to 4999 RPM Low Rotation Mode. This is Defrosting Mode. The temperature in the freezer will be increasing. 5000 to 5999 RPM freezing mode. This is the normal mode. 6000 to 9999 RPM freezing mode. This will bring the temperature to minus 100 centigrade. Avoid setting the mode as a default. Freezer Temperature Control System, Clio Pump Rotation, 6500 RPM. Freezer Mode has been engaged. Ja, kann ich das verstellen? Would you like to see the instruction? Nein. Freezer Temperature Control System, komm, Kollege, Clio aber Pump Rotation, 6500 RPM. Freezer Mode has been engaged. Would you like to see the instruction? If you would like to change the temperature in the freezer, adjust the Clio pump rotation rate in the freezer control center. Kann sie es auch leider nicht überspringen. 0 to 4999 RPM low rotation mode. This is defrosting mode. The temperature in the freezer will be increasing. 5000 to 5999 RPM freezing mode. This is the normal mode. 6000 to 9999 RPM freezing mode. This will bring the temperature to minus 100 centigrade. Avoid setting the mode as a default. So, hier ist sonst kein Schalter, um das umzustellen, oder? Natürlich nicht. Ich darf jetzt erstmal wieder komplett durchlaufen. Bin ich auch für, Powerlord. Absolut. Ich darf jetzt also wahrscheinlich wieder den ganzen Weg rüberlaufen. Entweder bis zu dieser Tür. Oder, das heißt der Warteraum, wahrscheinlich bis hierhin. Eine von den beiden Schlüsselkarten dürft ihr jetzt haben. Na gut, gehen wir. Gott, wir jetzt ein bisschen aufwärmen. Dann kann ich ja im T-Shirt wieder bei minus 100 Grad rumlaufen. Und da muss ich lang. Zurück. Störst. Abgeschlossen. Ich habe die Schlüsselkarte dafür nicht. Hä? Okay, das ist der Warteraum. Da liegt was. Maschinenraumschlüssel. Natürlich. Was kann ich hier kaufen? Raketen, Bazooka-Raketen, Brandmunition. Setzt natürlich voraus, dass ich Raketenwerfer habe, die ich nicht habe. Kann ich hier was einstellen? Freezer Temperature Control System. Heating Express Activation Key. Use the Invert Key at the Control Center to activate Heating Express Mode. Neuer Gegenstand. Umkehrschlüssel.
Natürlich. Nicht, dass er einen Techniker dabei hat, der liegt einfach so im Warteraum rum. Dann kann ich mich jetzt in den nächsten Raum kämpfen. Wahrscheinlich mit einem riesig großen Bossraum davor. Nein! Ah. Jetzt ist das Spiel auf Start gedrückt. Gut, aber jetzt weiß ich wenigstens, wo ich hin muss. Komm, lass mich ins Menü rein. Ja, das tut allerdings, weil jetzt fängt die Weihnachtsmusik wieder an. Yes. Er freut sich. Auf ein neues. Jetzt wissen wir Bescheid. Also. Erstmal. Da ist nix, der nervt. So. Da lang. Nee, da. Überseite. Da geht's lang. Das geht auch nichts über ein minus 100 Grad kaltes Getränk. Das ist gesoffen und einfriert dabei. So. Seite mit dir. Den Schlüssel mitnehmen. Zurück. Ja, dann sperr sie auf. Nee, Gott. Ich spüre es halt so, wie es gedacht ist. Müssen wir uns den Schwan nochmal anhören? Freezer Temperature Control System. Cleo Pump Rotation 6500 RPM. Freezer Mode has been engaged. Would you like to see the instruction? Den Warteraumschlüssel habe ich den aufgehoben. Oh ja. Gut, dann wieder raus. Der nächste Raum ist
Naja. Hier. Eiskalte Dose. Freezer temperature control system. Heating Express activation key. Use the invert key at the control center to activate Heating Express mode. So. Da war's ja. Yeah. Maschinenraumschlüssel. Dann geht's jetzt wieder hier rein. Und bei der Leiche im Eck gibt dann die Heizung. Die kann ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Sagt mir, dass ich jetzt zum einen nochmal die Energie aufpushen sollte. Und ein wenig Waffe tauschen. So. Das ist aber eine merkwürdige Schrotflinte. Das ist ein bisschen wie der Bowser-Kampf bei Mario. Einfach nur hinter ihm bleiben. So viel besser sein sollen, weiß ich nicht. Schrotflinte ist mal scheiße. Ja, Schrotflinte halt. Waffen aus der Zukunft. Ist da irgendwo... Sein, dass ich da vielleicht einfach nur durch muss. Ja, ist wahrscheinlich gesperrt und ich komme erst an den Schlüssel ran, wenn ich. Oh, die Pistole bringt bei dem gar nichts. Ist ja noch schöner.
Bin mir nicht ganz klar, wie ich den Ball kommen soll. Vielleicht soll ich den Charakter mal... Was zum Fick? Ich konnte nicht mal speichern. Okay, probieren wir es noch einmal. Ja, aber weil ich ihn halt einmal geschlagen habe, hat er nicht sofort Konter attackiert. Und sobald ich vor ihm stehe, friert er mich ein. Dann hilft auch meine Heizung nichts mehr. Ein Flammenwerfer wäre wahrscheinlich das Ideale. Ich weiß gar nicht, ob ich genügend Kohle habe, mir einen zu kaufen. Ich schaue mal kurz in den Waffenladen rein. Vielleicht ist ja was Vernünftiges dort. Spielzeuge. Nicht. Dann mal die Waffen laden. Säure. Plasma. Flammenwerfer haben wir gezeigt. So. Plasma. Laser. Ja, aber das war ja alles nur Munition, was es in dieser einen Maschine gab. Okay, und letzten Versuch noch für den Bosskampf. Und wenn nicht, dann müssen wir ihn auf nächste Woche verschieben. Ich weiß ja nicht, ob vielleicht charaktertauschend die Waffe von dem anderen besser wäre, aber ich glaube es eigentlich nicht. Yeah. Come on. Come on.
Also. Raketen. Bazooka-Raketen. Ja, aber die bringen ja alle nichts, wenn ich nicht den passenden Raketenwerfer dafür habe. Brandmunition. Kaufen wir so ein Objekt mit. Ich weiß nur nicht, wo ich die nutzen kann. Ja, ich habe nur diese zwei Waffen. Kann mir die... Magazine nicht auswählen. Nahkampfwaffe. Hände, Schläger. Oh! Kann Baseballschläger auswählen. Yeah! Ich sag mal auf die Schrotflinte erstmal. Wie sieht's bei ihm aus? Ja, angeblich keine Karate. Ja, das Karate-T-Shirt. Achso, und wenn ich das Sumo-T-Shirt gekauft hätte, dann könnte er Sumo. Das bringt mir ja nichts. Okay. Gut, hier war irgendwo noch die Schlüsselkarte. Und leider ist kein Savepunkt da. Gut, die ist auf jeden Fall schon mal kräftig. Rinn in den Bosskampf. Dahinter. Natürlich ist die Tür abgeschlossen und ich habe natürlich die Schlüsselkarte nicht. Das Schrot-MG. Ich kann da hochklettern. Bringt mir das was?
wahrscheinlich nicht. Nein, bringt mir definitiv nichts. Okay. So, und jetzt hinter ihm stehe. Eine Dose auffüllen. Geht das? Gut, dass ich so den Überblick habe und weiß, wie ich jetzt gerade zu ihm positioniert bin. Ich glaube, sollte es nicht klappen, werde ich erstmal vom nächsten Versuch noch Schrotflintenmunition kaufen. Noch ziemlich nah ran, dass es ordentlich wird. Klick, Klick ist schlecht. Ich glaube nicht. Ah, ausgewichen. Zu stehen. Sehr ungut zu stehen. Schau mal, einmal ausweichen. Oder da hoch. Stelle. Schmeißen wir uns von die weg. Ja. Wie hat er mich jetzt noch erwischt, verdammt? Und dabei drauf gehen, weil der mich gleich einfriert. Das kann wirklich dauern. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich es schaffe. Und dass ich erstmal im Laden Schrotflintenmunition kaufen darf. Saufen und nicht laufen. Das ist es. Hm.
Hilft. Doch, die zieht ein bisschen was ab. Ist wahrscheinlich besser als mit Nahkampf ranzugehen. Der schießt die ganze Zeit auf den Schwanz. Ne, von oben ging gar nichts. Hi Peter. Peter. Ja. Na gut, schauen wir mal. Der hat ja auch noch ein bisschen Munition. Der zieht sogar ordentlich ab. Das Monster hielt etwas in Händen. Den Kontrollraumschlüssel. Welche Hände? Also, das will ich jetzt was wissen. Kann der Karate, wenn ich ihn das T-Shirt umziehe? Ernsthaft. Ach Gott. Nee, ich bin jetzt erstmal stundenlang rumgeirrt, weil ich einen Safe nicht gefunden habe. Jetzt wechsle ich erstmal auf den anderen Charakter wieder. Okay.
So. Jetzt sollte ich ein bisschen aufheizen. Haben wir hier was versteckt? Ich soll drüben nochmal was trinken. Ja, die habe ich irgendwie. Ich hätte, glaube ich, am Anfang jemanden retten sollen. Und vermutlich wäre da eine gescheite Waffe gewesen, aber. Ist mir leider zeitlich nicht geglückt. Liegt hier irgendwas versteckt? Hm, ist egal. So, jetzt kann ich mir zumindest mal schauen, was hinter diesen eingefrorenen Türen liegt. Scheint gerade irgendwie warm zu werden hier. Ah, now it's too hot. We set the temperature too high. Let's get out of here. Sag das doch früher. Jetzt hier hin? Pfeile. Das ist einer bisschen Munition. Was ist das hier? Ah, also diese völlig überteuerte. Ware. Kaufen. So, die so grundsätzlich eingedeckt sind. So. Das ist. Ich weiß nicht, ob es neue Karten gibt, aber. Schaut gleich. Gut. Yes. Dann glaube ich, kann ich hier an der Stelle einen Break machen. Dann kommen wir auf jeden Fall nächste Woche raus. Und dann schauen wir weiter. ob wir wieder mit Weihnachtsmusik zugeballert werden. Gut. Ich schau mal, wer noch alles online ist. Oder schon online ist. So, wer haben wir hier? Oh, da ist was Nettes. Indiana Jones 3. Was ist das für eine Indiana Jones? Ah, okay, das wird wahrscheinlich dann irgendwas anderes sein. Wern oder sowas. Gut, aber dann schicke ich euch mal zu Maniac Kraken rüber.
Der hat auf jeden Fall was Retro-lastiges. Ich gehe mal ins Vollbild. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Und ja, dann passt ja alles. Dann schauen wir, wie wir nächste Woche weiterverfahren. Ich bin ja gespannt, ob wir in seiner Stammkneipe da noch irgendwie Hilfe bekommen. Erfahren wir nächste Woche. Bis dann. Servus.